Konami. Team. Engine. Bei Menschen manchen Träger von Lichter oder Mutter auslösen. So, beliebige Taste drücken. Hallo. Kamera. Hacke. Ich hab da mein komisches Gesicht gesehen. Mütze. Keine Mütze. So, in der Zeit begrüße ich euch natürlich schon. Silent Hill 2, Reem. Supi! ja. Machen wir die erste Folge mal ohne Kamera. Die nächste dann mit. Deutsch. Gehen erstmal. Mal so passend schon sagen. Ja. So. Und damit jetzt nochmal ein herzliches Willkommen zu Silent Hill 2 Remake. Bock drauf habe und auch wartet habe. Eben Lust habe. Könnt ihr sogar den neuen. Wir lassen das alles mal Standard. Gehen rein. Let's go, let's go. Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her?
special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Jetzt sind wir auch am. Okay. was ich sagen wollte ist, ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren reinschreiben. Sagt, ey. Also ruhig aus, ist fein so. Mir mal das just. Das? Bin aber wieder so ein Mensch, ich muss das angucken. Deswegen. Blöden Forschern halt. Ist schon wieder am. Mich halt die Frage. Wie gesagt, schreibt mir das gerne rein mit den mit der Facecam. Ja, auslassen. So, kannst du anmachen. Mach ich es bei den nächsten verkopieren. Dann würde ich sie jetzt erstmal noch aus. Weil die gerade auch irgendwie einen Spacker hat. Nö, kann ich nicht, Lu. So. Schon schön. Zeit genießen. Mit die Atmosphäre. Werde mich so oft erschrecken. Aber auch ein. Warum leuchtet der Brunnen? Ah, alright. Hier speichern. Oh, it's like someone's groping around my skull. Okay, der Brunnen speichern. Natürlich auf den Friedhof. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This, this town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but
I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Ja. Jetzt ist er weg, oder was? Ne, da steht's noch. Wollte schon sagen. Der Nebel erschwert die Sicht. Okay. So. Halt, stopp. Wenn's hier lang geht, was ist dann hier vorne? Ein See. Nur der See. Sonst nichts. Schade. Hätte vielleicht gedacht, ja, da liegt was rum. Aber ich denke, wir sind immer noch im Anfang. Dass da am Anfang noch nichts irgendwie zu finden ist. Ich bin immer so ein Sammelmensch. Ich muss immer alles finden. Immer wichtig und richtig. So. Oder Mais. Maisfeld. Nicht mehr das. Nicht mehr das angucken. Komm ich gar nicht rein wahrscheinlich, ne? Sand Hill Ranch. Nee, da komme ich nicht rein. Und hier? Auch zu. Komme ich auch nicht lang. Okay, dann gucke ich mir halt die Sachen nicht an. Mensch. Nichts zum Looten. Die Stimmung wird sehr drücken gerade. Die wird gerade extrem drückend. Okay. Eine Tür. Toll. So, hier. Ich bin in die Stadt gefahren, um das Fenster zu reparieren zu lassen. Der Zweitschlüssel liegt in der Schublade. Sammelt Autoparts Schlüssel.
Oh. Hey. Mehr war da nicht? Nee, hier ist nix. Auch nicht. Okay. Drin gehen Dinge vor. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Rostet das Schild, oder war das Blut? Es gibt so fließendes Wasser hier. Alter, der Nebel, ne? Holy shit, Mann. Ist das krass. Ist das einfach nur krass. No parking. Ich glaube, hier kommt ein Dörfer nicht lang. Hallo, hallo? Ist der Roadrunner? Keine Sorge. So. Miep, miep. Ich mach mich gerade. Ich versuche mich gerade hier irgendwie noch. Irgendwie ein bisschen noch so aufzubauen, bevor hier irgendwie irgendwas passiert. So, jetzt haben wir noch eine neue Karte. Das ist natürlich die Frage. Wo lang gehen wir? What is this? Es ist Blut. Also ist meine spontane. Dass das Blut ist. Hallo Katze. Gerze. Cassandra, ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weißen gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt. Er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Hier liegt aber auch nichts rum, ne? Nur der Brief von der Blumendame. Hier ist sonst nichts. Nö. Nichts sonst. Okay. Das heißt, hier wieder raus. Halt, stopp. Da wurde mir irgendwas angezeigt. Was wurde mir da jetzt gezeigt? Bin ich besoffen? Okay, es war nur so eine Markierung. Okay. Hier in dem Blumenladen sind wir jetzt hinten rein gewesen. Da gab's nichts. Irgendwas in den Autos.
Auch nicht. Einmal hier. War ich da auch neu? Nee, ne? Nee. So. Auch dicht. Okay. Ich möchte auf keinen Fall, dass jemand da reinkommt oder was rauskommt. Okay. Enderstraße. Anybody there? Restaurant Gonzales. Restaurant Gonzales, genau. Was ist das hier? Okay. Ich glaube, hier kommen wir nicht hinauf, hier. Nein. Das ist auch zu. Das ist auch dicht. Komme ich auch nicht überall hoch. Ja, wir laufen gerade zum Blumenladen zurück, ne? Lindsay Street. Auch bei den Gonzales-Laden auch so eine Wand, ja, ne? Laufe ich hin. More of that stuff. More of that stuff. Hat man Blut. Glaube ich, da will ich nicht warten. Keine Waffe, ne? Ich hab keine Waffe. Und ich bin gleich aufgeschmissen. Weil das war hundertprozentig. Ein Gegner. Betritt verboten. Gelände wegen Unfall gesperrt. Lebensgefahr für Sachen und Körperschäden wird keine Haftung übernommen. Der Gegner, der war doch hier. Wo ist der hin? Oh, hier liegt ganz viel Blut. Hast die Viecher, ne? Was ist mit dieser Stadt passiert? Das Vieh hin. Ich glaube, da komme ich nicht rüber, ne?
Betreten auf eigene Gefahr. Auch immer dichter jetzt. Okay. Ah, shit, Mann. Prozentig ist jemand im Blumenladen jetzt ist. Ne, okay. Dachte schon. Hey, verdammte Axt. Da ist jetzt jemand doch im Blumenladen drin und wir haben nicht richtig geguckt. Ich habe einfach schon einen halben Herzinfarkt deswegen gekriegt. Ja, aber wo spielt die Musik jetzt? Wo müssen wir hin? Weil der Nebel ist jetzt auf jeden Fall dichter geworden. Das ist auf jeden Fall jetzt passiert. Sample the best. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Doch da hinten hin. Mr. Gonzales, lassen Sie mich doch rein. Ich glaube, dass ich irgendwelche Schlürfgeräusche gehört habe.
Straße hier lang gefunden. Gut, dann machen wir den nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar da lassen und schreibt mir gerne, ob wir mit Facecam machen sollen oder nicht. Aber denkt dran, die ganzen Parts, die jetzt kommen, sind vorgearbeitet und bis dahin.